Was ist das denn für eine Aussicht? Die kennen wir doch eigentlich nur aus Battlefield 3. Ja, das ist jetzt Rush in Battlefield Bravo 4 und damit herzlich willkommen bei Elbow Gaming TV. Ich habe dazu ein kleines Video für euch gemacht, ein bisschen auf Rush rumgecruised, auf Sharky, Pennsylvania und dann zeige ich euch jetzt das Video und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video und lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ciao! So, beginnen wir auch gleich mal mit dem Video, ja. Und zwar auf der Map Sharky. Das ist, glaube ich, gerade die einzige Map, die Rush verfügt. Und ja, man sieht, wir sind hier bei der zweiten Base, ist das, glaube ich. Und man sieht hier unten rechts schon, ja, dass die Mobilfunkstation zerstört wurde. Gibt auch neue Ausrufe, also neue Sprüche von den Typen, also, ja, dass die Einsatzziele verloren sind. Beim Medikit oder beim Assault halt, das Munitionskit. Da sagt er was, und zwar sagt er, hier scheint Munition, halt auf Englisch alles. Und ja, also, ich finde Rush sehr, sehr gut, motiviert sehr. Hier habe ich Funkstation schon entschärft, das hat mich sehr gefreut. Ja, also hier sieht man schon den neuen Teil, also den Teil, den man noch nicht betreten konnte im normalen Netz. Also ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und motiviert sehr, da auch, was zu machen, also auch Team diesmal zu arbeiten. Man muss im Team die Flaggen, also die M-Coms jetzt verteidigen. Und ja, das finde ich schon sehr nice. Und ja, die M-Kompositionen sind gleich wie in Battlefield 3 platziert. Was wir Battlefield 3 kennt, Sharky Halbinsel dort verteidigen oder Rush zu verteidigen, weiß ganz genau, wo wie die Schwachpunkte sind, und zwar hier oben ist sehr schwer ranzukommen an die M-Com. Ja, aber geht auf jeden Fall. Hier sind wir bei der letzten Base, hier ist auch dieser Turm, der bekannte, den man vorher schon in den Screenshots gesehen hat. Auf den kann man auch raufgehen, also ein netter Sniper-Point auf jeden Fall. Hier ein bisschen verbarrikadiert. Sieht doch sehr ähnlich aus wie in Battlefield 3, aber ich finde es nicht schlecht. Ich meine, da hatten wir jetzt auch mal eine andere Version davon wie in Battlefield 3. Ich finde, es sieht sehr gut aus, sehr schick aus. Grafik ist schon ein bisschen komisch mit dem Gras, aber es wird sich wohl noch ändern in dem Hauptspiel dann. Ich finde es eine sehr gute Neuerung, macht auf jeden Fall sehr viel Bock. Ich werde noch ein bisschen spielen jetzt auf den PTE-Servern. Wichtig, man kann es jetzt nur auf dem PTE-Server spielen. Denkt bitte daran, dass es nur PTE gerade ist, das gespielt werden kann. Dann müsst ihr euch anmelden. Link in der Beschreibung natürlich. Dort könnt ihr euch dann gleich mal anmelden. Und ja, dann habe ich es noch glücklicherweise geschafft, mal eine M-Com zu entschärfen. Ja. Und das mache ich dann auch jetzt gleich. Da unten sieht man schon die Zahl. Wie lange die M-Com noch braucht, bis hochgeht. Hubschrauber gibt es übrigens auch und auch Fahrzeuge. Was sehr nice ist, wie eigentlich im Originalspiel. Und hier sieht man unten, ja, noch. Oh, 18 Sekunden, kriegen wir das noch hin, kriegen wir das, schafft man das noch. Laufen, 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 die können wir noch entschärfen, die können wir noch entschärfen, machen wir das. Schnell, 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 ja. Und jetzt auf E drücken und dann entschärfen. Jo, nice. 20 Punkte gibt das für Entschärfen der Funkstation. Vielleicht ändern sie das noch, ich finde es ein bisschen wenig für die Entschärfung, 20 Punkte nur zu geben. Und hier im Angreifermodus sieht man auch nochmal eine M-Com, wie sie sonst so aussieht. Also das sieht sehr nice aus. Das war's Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Jacob. Haut rein. Man sieht sich auf Rush. Ciao.